Von meinem ersten Blowjob, Junge, das war ganz, ganz komisch, ne? So, das war richtig komisch, weil ich wusste nicht, wie ich den halte. Nein, Spaß! Ja, der erste Blowjob, der mir gegeben wurde, war, der war echt komisch, ne? Weil ich, das war ein ganz komisches Gefühl, dass, also ich weiß nicht, man begibt sich in eine Situation, über die man nicht die Kontrolle hat. Sie könnte jeden Moment abbeißen, weißt du, was ich meine? So, das war sehr, also Real Talk jetzt, Spaß beiseite. Es war ein sehr komisches Gefühl, weil das einfach etwas war, was man vorher nicht so erlebt hat. Also, du kannst ja schlecht deinen eigenen Pimmel lutschen, ja? Außer du hast dir ein paar Rippen entfernt, ja. Aber ich weiß nicht, also das war wirklich ein sehr komisches Gefühl. Ich würde auch sogar sagen, es war am Anfang unangenehm, weil man darauf halt nicht gefasst war und das völlig neu war. Aber wenn man sich dann darauf eingelassen hat, mehr, dann war es ganz schön. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie, der möchte, dass die Freundin das macht, so. Also, keine Ahnung, ich brauche das jetzt nicht so. Also, ne, wenn sie sagt, hey, ich mach das jetzt, weil ich dir einen Gefallen tun will, ja, oder was auch immer, dann würde ich jetzt nicht sagen, nein, ja, nimm ihn nicht in den Mund. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, bloß einmal einer oder so, ne? Nein, also das weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt nicht so nee. Ja, wie gesagt, es war halt komisch so. Also sie kam, er kam, beide lächelten. Ah, Junge, Juicy. Gibt es dafür Experimente? Ab welchem Umfang ist das nicht mehr möglich? Meinst du mit dem Abbeißen? Boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ne? Das ist echt eine gute Frage, weil so ein Pimmel ist ja einfach nur ein Muskel, so ein Blutgefäß. Ob man das einfach abbeißen könnte oder... Weiß ich nicht. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, ich habe jetzt auch nicht danach gegoogelt, aber... Ja, das ist echt eine gute Frage eigentlich. Weil es gibt ja zum Beispiel so richtig zähes Fleisch, so Knorpelfleisch, was man auch nicht irgendwie beißen kann oder so, ja, was auch so klitschig ist und knorbelig und ja, was, ne, das, ich weiß nicht, ob man das auf ein Bissen abbeißen kann oder ob man mehrere braucht, ja, oder ob man davon abbeißt und da bleibt eine kleine Sehne übrig, an der das noch baumelt, das ist echt eine gute Frage, ne? Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, ne? Hab gelesen, dass ein Finger so leicht abzubeißen geht wie eine Möhre. Das tut schon sehr weh. Ich würde sagen, ich habe gerade mehr Druck auf meinem Finger ausgeübt als auf eine normale Karotte. Aua! Ich habe einen Pimmel gestern schon gezeigt. Ich war mit Gio. Gio ist ein Mitte 30-jähriger Bäcker, den ich sehr gerne habe. Also Gio ist wirklich total in Ordnung. Der ist hier öfter, den kenne ich schon ganz lange. Und wir waren gestern im Discord, haben ein bisschen rumgeblödelt und da habe ich halt kurz meinen Pimmel rausgeholt. So, Gio hat den halt kurz gesehen. Ja. Gut, passiert. Der hat jetzt keinen Screenshot oder so gemacht, aber ja, wir haben halt ein bisschen rumgeblödelt. Passiert halt, ne? So, wenn Männer unter sich sind, ja, ein bisschen Testosteron, ja, hey, willst du meinen Schwanz sehen oder so, ne? Das passiert halt einfach, da, wir sind Männer. Willst du mal meinen Schwanz sehen? Ja, wir sind einfach Männer, versteht ihr? So, passiert halt, ja. ja, also, was für ekelhaft, ach. Das ist doch gar kein Stress so. Doch, er hat selber einen. Also ich gehe mal davon aus, er hat jetzt nicht gesagt, dass er einen schweren Unfall mal hatte oder so, ne? Aber ja, das passiert halt, wenn man so unter Männern halt ist, ne? So, das Testosteron steigt einem zu Kopf. Ja, und man hat halt dieses Rudelverhalten so.